Willkommen zurück zu Dungeons 3. Endlich habe ich mal wieder ein wenig Zeit und auch die Lust, mal aufzunehmen. In den meisten Fällen war es so gewesen, dass ich wirklich keine Zeit gehabt hatte oder halt wirklich schauen musste, dass ich generell irgendwie oder irgendwas mal hier richtig hinbekomme. So, ja, wie schon gesagt, ich hatte die letzte Zeit nicht so wirklich viel Lust beziehungsweise auch die Zeit, um Dungeons 3 zu spielen. Entweder war es das eine oder wirklich auch das andere. Aber mittlerweile denke ich mal, dass wir hier, hoffe ich zumindest, mal so langsam ein Ende finden werden, weil ewig möchte ich das Spiel ja auch nicht herauszögern. Denn es macht an sich so langsam, na, was hier ist so langsam keinen Spaß. Ich möchte halt doch. Ich möchte halt doch lieber auf den Sonntag mal was anderes spielen. So, wir machen hier noch eine Tür hin, damit das abgeschlossen ist. Gut. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Das ist nicht so wild. Die werden unverzüglich gekillt. Sag ich ja. So. Das einzige Problem, was wir jetzt haben, wir müssen halt hier noch den ganzen Spaß einnehmen. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir hier überhaupt schon alles ausgebaut haben. So wie ich das sehe, haben wir das. Wir müssen halt jetzt nur noch schauen, dass wir ja genügend Monster vorhanden haben, wo wir da oben den ganzen Spaß unsicher machen können. So. Hier haben wir einen Friedhof zu 90%. Da werden wir eigentlich auch nochmal eine Tür reinsetzen. Also überall, wo so ein Raum ist, der eine Tür benötigen könnte, denke ich mal, können wir auch so eine Tür hineinsetzen. Ich muss bloß nochmal schauen. Das bräuchte noch eine Tür. Hier unten war ja nichts weiter. Das bräuchte noch eine Tür. Und ansonsten, der Oger braucht noch eine Tür. Hier kommt noch eine Tür. Ich bin jetzt einfach mal fleißig und baue eine Menge Türen hin. Auch wenn das eigentlich eher schwachsinnig ist. Aber okay. So, also Oger und den Golem habe ich schon. Jetzt muss ich bloß noch mal gucken, ob ich Quarley auch schon hier irgendwo habe. Wenn nicht, muss ich ihn mir noch irgendwie dazu rufen. Ich denke mal, das kriegen wir hin. So, dann machen wir das noch. Klar, hier ist doch Quarley schon. Alles klar. Gut, dann haben wir eigentlich alles parat. Ich brauche eigentlich nur schauen, dass ich nochmal gucke, was die Aufwertungen sind. Erhöht den Rüstungswert eures Golems um 20. Erhöht die Lebenspunkte eures Ogers. Und bei Quarley war es, glaube ich, der Schaden, ne? Genau. So, das heißt, wir müssen noch aber ein paar Bösartigkeitskugeln ansammeln. Deswegen werde ich an dieser Stelle jetzt erstmal Quarley einmal updaten und den Oger. So, und mittlerweile hatten wir das voll gehabt. Ja, genau. Gut, das ist alles voll. Im Regelfall müssen wir Taya noch ein wenig aufbessern. Da können wir eigentlich gleich mal einen Punkt reinhauen. Und bei dem Rest, ja, müssen wir halt schauen, weil hier könnte auch noch eine Forschung reingelangen. Da bin ich gerade am Überlegen, ob ich jetzt das kurz abwarte mit die 100 Kugeln hier und die komprimierte Forschung hier benutze für unser, wo haben wir es denn? Ja, für unser Lektorium. Denn wenn ich nicht mehr so viele Schriftrollen habe, na gut, ich habe gelagerte 21 von 48. Also ich könnte eigentlich noch ganz gut ausbauen. Aber warum soll ich auf Risiko spielen, wenn die 48 dann voll sein sollten und ich hier überhaupt nicht mehr irgendwie noch eine Schriftrolle lagern kann? Dann stehe ich nämlich da. So. Gut. Das hätten wir jetzt alles. Dann würde ich sagen, schnappen wir mal unsere ganze Armee.
Und wir gehen jetzt einfach mal. Wir haben ja bloß einen Ausgang, ne? Der ist ja hier. Aber was war denn hier? Wir sind hier, hat man einen Ausgang und. Ach nee, das waren die Teleportationsdinger gewesen. Die Sockel. Ja, gut. Dann müssen wir halt. Oh mein Gott, seid ihr viele. Dann müssen wir hier halt wohl raus. Ach, naja, schade. Aber okay, wir können eigentlich. Jetzt muss ich erstmal schauen hier, wie wir den weiteren Weg hier gehen werden. Denn hier oben sieht es eigentlich ganz gut aus. Jetzt könnte man hier den Ort platt machen. Ich denke mal, das werden wir auch tun. Hier haben wir ja schon die erste Station vernichtet, damit die uns nicht so stark auf den Keks gehen. Wir werden jetzt hier einfach mal noch ein wenig weiterlaufen. Ich weiß schon gar nicht mehr hier, wo ich überhaupt bin. Wir brauchen zumindest noch 6 eroberte Gebiete. Aber das kriegen wir, denke ich mal, auf die Schnelle hin. Oh krass, dass die uns noch nicht gesehen haben. Ah, halt, 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 halt. Wenn ihr schon mal da steht, kann ich auch euch gleich beschießen. Oder auch nicht. Ich muss noch ein kleines Stückchen ran. Jetzt kann ich euch. Oder auch nicht. Ziel ungültig? Warum ist das Ziel ungültig? Jetzt. Oh mein Gott, diese Priesterin, die ist auch hart nehmen, ne? So, wir warten mal kurz hier. Ich sehe gerade in den Optionen, der Sound ist ein bisschen hoch. Deswegen drehe ich den nochmal um 1 runter. Jetzt müsste es halbwegs okay sein. Und das ist schön. Wenn ich das einfach so lasse, dann wird das schon automatisch vernichtet. Sehr fein. So, dann warten wir nochmal kurz ab, weil hier scheint auch eine größere Patrouille zu stehen. Das war wenigstens unsere magischen Geschosse hier gleich nochmal voll nutzen können. Ja, genau. Denn ich will hier nicht ohne großartige Verluste weitermachen. Denn ich hatte jetzt eigentlich vor, den größten Teil schon mal einzunehmen, bevor wir an dieser Stelle weiterkommen. Ja, das magische Geschoss, wann sind die wieder einsatzbereit? Ich habe ja gerade mal eins. Ich glaube, irgendwie jede Minute einmal, ne? Naja, schwierig. Vor allem, weil hier noch ein Turm steht. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob der da mit unter Beschuss genommen wird gleich von dem Kristall. Aber ich hoffe mal, dass das so sein wird. So, wir haben jetzt hier noch einen Tempel. Wofür war dieser Tempel da? Wollen ab Stufe 6 im Tempel regelmäßig beten und singen. Ah, so, okay. Das war fürs Beten gedacht. Na gut. Damit die, glaube ich, höher und schneller aufsteigen können. Das würde mich zumindest nicht überraschen. So, haben wir noch eine Aufwertung jetzt hier irgendwie frei? Das wäre gut. 350. Ja, hier können wir noch ein bisschen was reinballern. So, Quali braucht auch 350. Dann brauchen wir immer noch 100 Kugeln, die wir momentan nicht haben. Das ist jetzt, na gut, wir sind aber gleich wieder voll dabei. Ich warte, wie gesagt, kurz noch auf den Moment, dass ich meinen Obelisken noch. Warte mal, benutze die Macht des magischen Feindes. Mit dieser Aktion könnt ihr das Mana für magische Geschosse nutzen. Um so Gegner zu schädigen oder töten. Selektiert die Aktion. Sucht euch ein Ziel, das nicht vom Nebel des Krieges verdeckt wird und bestätigt den Zauber. Haben wir ja gemacht gehabt.
Schwierig. Wirklich schwierig. Warum das jetzt gerade nicht wird, weil ich will eigentlich nicht großartig mein. Was ist mit dir? Hast du Zuckungen? Ja, auch, der auch. Ach, das sind die, die die Schriftrollen erkunden. Ah. Das ist ja geil. War das vorher auch schon, dass man das so sehen konnte? Ich wüsste jetzt nicht. War schon mal gut zu wissen. So, warte mal, was waren das jetzt hier eigentlich hier unten? Ach, das war der Tempel, alles klar. Die restlichen Kreaturen. Ja, alles bloß Nebensächlichkeiten. Na gut, will wohl nicht, dann würde ich sagen. Auf. Oder machen wir erstmal die Priesterin platt. Novizen ist schon platt. Alter, die verlieren Schaden. Wir können eigentlich auch mal einen Zauber hier reincasten, ne? Ist ja jetzt nicht so, dass wir. Oh mein Gott, wir haben eine Menge gerade eingebüßt an Mobs. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Alles schick, die können wir nicht. Aber unsere Armee ist ein bisschen gesunken. Hier wohnen gerade ordentlich Leute. Das herumgeisternde Böse hatte ein paar Steinwächter geweckt, die friedlich im Untergrund geschlafen hatten. Das ist nicht so weit. Waren darüber mehr als unerfreut. Die Steinwächter, die sind nicht das Problem. Hätte mich eher gewundert, dass das hier ja gar keine Dings ist. Wie sagt man? Ah. Arglistige Böse hatte einen Steinpfeiler umgeworfen Oh. und damit die Stadtmauer schwerstens beschädigt. Ein kluger Schachzug. Naja, ich weiß, aber wir gehen erstmal weiter und machen die Zentauren und holen uns natürlich noch den zweiten Kristall. Ah, jetzt ist unser Kristall wieder ready. Das ist natürlich sehr, sehr geil. So, und da oben haben wir das eine Portal, was wir unbedingt zerstören müssen, damit diese uns nicht mehr so extrem auf den Keks gehen. Oha. Ja, aber wir schauen mal auf unsere Armee unten jetzt. Ja, ist wieder. Ein Mob ist gerade wieder kaputt gegangen. Uiuiui. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ah, es ist nicht so schlimm. Oh, ist von vorne. Na gut, da habe ich auch. Da habe ich ja auch Fallen zu stehen, also von daher nicht ganz so wild. So, und hier oben muss. Das wie durch Zufall auf Sachen stoßende Böse hatte einen zweiten Obelisken gefunden. Auch dieser würde machtvolle magische Geschosse erschaffen. Das alles an sich reißende Böse hatte auch den zweiten Obelisken eingenommen. Frei nach dem Motto, doppelt hält besser, konnte es nun die zweifache Menge an zerstörerischer Energie nutzen. Genau, und anders wird's auch nicht passieren. Ich mache euch alle kalt. Ich bin das absolute Böse. Halt, stopp. Da anhalten. Wir werden gleich mal ein Geschoss, verdammt, aktivieren. Na gut, das geht noch. Die sind nicht ganz so extrem. So, da haben wir unsere dritte Bösartigkeit. Bösartigkeitsquelle. Apropos Bösartigkeit, wir können ja immer noch ein bisschen ausbauen. Das heißt, wir werden jetzt den Ogre haben wir schon voll. Quarley haben wir auch schon voll. Dann machen wir ihn hier noch ein bisschen voll. Und haben wir eigentlich von den Vampiren welche? Ich weiß es gerade gar nicht.
Aber generell, unsere Mobs könnten wir mal ein bisschen noch verstärken hier. Dann machen wir das. Das. Und dann machst du es auch erstmal wieder schon. Dann müssen wir wieder abwarten. Ein paar Bösartigkeitskugeln noch sammeln. Und dann ist alles schick. So, warte mal, kann ich die... Na gut, die sind nicht ganz so stark. Die können mir nicht so viel... Es geht halt bloß... Das herumgeisternde Böse hatte ein paar Steinwächter geweckt, die friedlich im Untergrund geschlafen hatten. Sie waren darüber mehr als unerfreut. Was auch sonst. Es geht ja jetzt bloß um die... Die hier sind das. Es geht ja um die hier, die so extrem viel aushalten wie diese Priesterin. Deswegen werde ich hier mal... Einfach mal was reindrücken. So, zwei sind noch am Leben. Aber die kriegen wir jetzt auch noch kaputt. Oh, hier unten, die habe ich natürlich nicht gesehen. Oh, was bist du denn? Du bist irgendein Mana-Gefäß. Ein bisschen dämonische Stärke. Ja, die Kanone kriegt er auch noch kaputt. Oh mein Gott. Hier warten aber ganz schön viele. Oh, jetzt kommen die nächsten schon wieder angetapselt. Oder auch nicht, weil denen der Weg zu weit ist. Ne? Das ist schön. So, aber dich, Mana-Gefäß, hier drüben muss ich noch in Schutt und Asche legen. Ich weiß nämlich nicht, was du bist. Der Magier-Turmschild-Generator war vernichtet und ließ das Katapult schutzlos zurück. Genauso, wie es das Schutzlosigkeit gern ausnutzende Böse mochte. Ich habe den Erzähler so ein bisschen vermisst, muss man schon sagen. herrlich. So, jetzt muss ich gucken. Na gut, die werden mir wahrscheinlich nicht so viel antun können. Aber man möchte hier doch ein bisschen was einreißen. Aber man sieht schon, unsere Armee ist ordentlich gesunken. Wir haben jetzt noch nicht mal mehr so viele, weil die Bildchen waren ja mal kleiner. Momentan haben wir ja bloß 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40. Nee, 24 von diesen, ja, Kreaturen bei uns. Ist natürlich nicht gerade viel. So, du bist aufgestiegen, du bist auch aufgestiegen. Dann kann ich ja als nächstes, wen nehmen wir denn als nächstes? Die Naga könnte man eigentlich auch mal buffen. Oder halt die Goblins. Gut, wir haben eigentlich mehr als genug. Wir könnten einfach mal querbeet durch hier so ein bisschen alle Kreaturen uns annehmen. Die Arachnien, die haben wir uns ja auch schon gesichert. So. Die haben wir. Die haben wir jetzt noch nicht. Die müssen wir noch. So, und ansonsten fällt mir jetzt auch gar nicht weiter ein, was wir an Mobs updaten können. Es sei denn natürlich hier verbesserte Horde, Untote oder halt die Dämonen, die man noch upgraden könnten. Aber dazu braucht man ja auch wieder Bösartigkeit. So, zwei sind noch übrig. Wir werden aber den ganzen Spaß von hinten angreifen, nicht von vorne. Sonst werden wir hier sehr stark auseinandergenommen. So, was ich mache, ist euch jetzt nochmal in Schutt und Asche legen. Auf euch werde ich mal einen Energiestrahl feuern. Weil ihr seid echt nervtötend, ihr hier unten. Alleine dadurch, dass ihr eine Menge Leben habt. Oh mein Gott, die Katapulte stehen ja hier. Ahaha.
Meisterwaldläuferin, das ist die, die jetzt hier echt schnell krepieren muss. Aber es geht eigentlich, wenn man so guckt. Boah, ordentlich. Sehr schön. Also das war dieser Schildgenerator für diese Katapulte. Interessant. Das habe ich nämlich nicht gesehen. Gut. So, jetzt an sich ist eigentlich ja alles... Warte mal, halt, stopp. F2. So, jetzt habe ich noch ein paar Mobs dazu gewonnen. Bereit, ein magisches Geschoss zu erschaffen. So, hier, der ist tot. Und hier oben die... Ah, da lebt noch einer. Alles klar. Gut. So, jetzt müssen wir bloß noch einen Ort einnehmen. Was machen die denn? Achso, die wollen natürlich hier gleich straight durchrennen. Alles klar. Dann mache ich das lieber gleich so. Aber es scheint so, dass ich das hier nicht gehalten kriege. Naja gut, was willst du erwarten, ne? Wenn du von vorne hier durch zwei Kanonen reinbretterst, ist das eigentlich nicht gerade verwunderlich. Ich kann die vielleicht noch ein bisschen damit stunnen, aber mehr kann ich auch jetzt nicht tun. Da werden jetzt meine ganzen Kreaturen erstmal wieder... Liebe Taya, komm mal bitte hier, ja. Du musst so schnell wie möglich weg. Ich will nicht, dass du auch noch stirbst. Deswegen... Oder geh mal in die... Nee, geh nicht in die... Halt! Bleib hier stehen. Bleib du mal hier schön stehen. So, was ist denn das jetzt hier für ein Buch eigentlich? Panzerbrechend. Hört sich gut an. Nimm du das einfach mal auf. So. Ja, unser Golem ist auch besiegt. Ja, die haben hier eine ganz schöne Power. Das gefällt mir natürlich nicht so. Aber was will man machen? Gut. Dann würde ich sagen, liebe Taya, müssen wir wohl oder übel erstmal zurück ins Portal. Ja, du sollst Thanos in eurem Dungeon Kopf kriegen. So ist nicht. Das kriegen wir alles hin, gute Taya. Das kriegen wir alles hin. So ein Duklinger Fruchtcocktail. Ja, ich will dich nicht unbedingt in den Tod schicken. Du kannst ja mal nach Hause kommen. So, Taya muss ich jetzt erstmal regenerieren. Wir haben 1800 Bösartigkeitskugeln und müssen jetzt einfach nur schauen. So, da können wir mal noch ein bisschen was erhöhen im Vortex. Mana-Kosten für einen Dämonen zum Wiederbeleben können wir auch reduzieren. Und die Reichweite der Imps könnten wir auch noch mal ein wenig erhöhen. So, was wir aber noch nicht hatten, waren die Naga. Die Naga werden wir jetzt natürlich auch einmal updaten. Und als nächstes... was machen wir als nächstes? Dungeon Herz braucht man ja nicht mehr. Sorgt dafür, dass noch mehr hirnlosen Blablabla. Erhöht die Reichweite der Banshees. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? So, jetzt muss ich halt erstmal abwarten, weil ich habe gesehen, wo war denn das hier? Das war die Krypta, ne? Genau. Durch die Krypta wiederbelebte Kreaturen haben volle Lebensenergie. Das wäre auch noch etwas, was man brauchen könnte. Es ist aber wir nicht können. So. Ja, jetzt heißt es erstmal für euch alle ordentlich ausruhen, schlafen gehen. Und euch auf den weiteren... Bereit, ein magisches Geschoss zu erschaffen. Und euch auf den weiteren Kampf vorzubereiten. So. Hier haben wir einmal Schadensbonus episch. Und dann hatten wir doch noch irgendwo gerade was gesehen. Oder hat mich das gerade getrügt, dass... Ah ne, hier.
Hier ist das. Hier oben haben wir einmal noch Rüstungsbonus. Und hier... Wem geben wir denn den Rüstungsbonus? Eigentlich den Tanks, ne? Wo hat einer jetzt das Buch? Ja, irgendeiner scheint das Buch bekommen zu haben. Sehr genau kann ich gerade nicht sagen. Bonus für kritischen Treffer. Oh mein Gott, also die kritischen Treffer, das ist ja nicht mal so wenig, was man da an Schaden machen kann. Ist die Frage, wem ich das gebe. Den Tanks wäre Schwachsinn. Ihm hier könnte ich das geben. Hallo, gib mir das. Crawley vielleicht? Irgendeiner muss es doch haben wollen. Ah, jetzt hat es irgendeiner gekriegt. Keine Ahnung wer, aber es hat jemand bekommen. Gut. So, 800 Bissartigkeit haben wir schon wieder. Das ist sehr schön. Und dann gucken wir mal. Das war das hier, ne? Volle Lebensenergie, genau. Wir werden zwar nicht mit voller Lebensenergie momentan her gerufen, wenn sie tot sind, aber was will man machen? Ist leider so. Boah, Fallen, Zauber. Wir haben ja noch Zauber. Können wir eigentlich zaubermäßig irgendwas machen? Das können wir noch ein bisschen updaten. Die Hallen der Qual. Das wäre auch noch eine Idee. Weil ab und zu kommen ja schon mal Hallen hier rein. Und werden von unseren zwei Succubus ja, ordentlich behandelt. Oh, wir haben hier einen Erzmagier. Also der müsste normalerweise konvertiert werden. So ein Erzmagier ist ja jetzt mal nicht... Ne? Eine Lappalie, kann man sagen. Gut. Ja, die ruhen sich aus. Das ist sehr schön. Ja, 9 von 10 eroberten Gebieten haben wir. Wir machen das eine auf jeden Fall heute noch voll. Zumindest habe ich das. Weil 10 Minuten haben wir noch. Ungefähr 10 Minuten. Plus, minus irgendwas. So, und dann bin ich am Überlegen, kann ich noch hier irgendwo was bauen? Oder wo lang bauen? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier alles aufgedeckt habe. Was man aufdecken kann. Ja, hier hinten geht es noch ein bisschen lang. Schauen wir mal. Ah, seht ihr mal, hier haben wir noch ein bisschen Gold. Oh, ein Diamantader, noch einer. Ist doch ein Witz, oder? Ey, das sind 3 Diamantadern jetzt hier. Holy moly. Die müssen es ja wissen. Gut, dann kann ich aber eigentlich hier jetzt auch noch eine Tür ranbauen. Und werde das hier zu einer weiteren Schatzkammer noch wieder umfunktionieren. So. Sehr schön. Eine 3. Diamantader. Das hätte ich auch nicht gedacht jetzt hier. Hier wollen wir noch einen Weg lang bauen, auch wenn da nichts sein müsste. Einfach mal nachgucken. Einfach mal nachschauen. So. Und hier oben am Rand haben wir auch voll ausgebaut. Ne, also hier dürfte ohne nichts mehr sein. Es sei denn, vielleicht hier in der Ecke noch. Aber das kann ich mir beim besten Willen einfach nicht denken. So, wie sieht's mit euch überhaupt? Ein Riesenwurm wurde im Dungeon gesichtet. Say what? Tatsächlich. Und noch eine 4. Diamantader. Was ist denn hier los? Mutterwurm. Eklig.
muss ich euch wohl erstmal hier reinschicken, alle. Ich habe immer noch nicht gesehen, wie ich alle mit Emma hier irgendwie... Oh, alles klar. Ja, ist gut, Taya, ich weiß. Du magst das alles nicht. Oh mein Gott, noch eine weitere Diamantader. Also jetzt ist so langsam mal ein bisschen gut, ja. Es ist Zahltag. Das ist ja schon richtig eigenartig, kann man fast sagen. Also bei 4 Diamantadern hier, das verstehe ich zwar auch nicht, aber okay. 4? Nee, jetzt sind es bloß noch 3. 1, 2, 3. Ach, hier ist die 4. Hier oben. Wodurch das Buch verdeckt. Naja, klar. Puh, so. Sehr schön. Das haben wir jetzt alles gemacht. Dann kriegen wir jetzt noch mehr Geld. Wie viel können wir denn eigentlich jetzt ansparen? Gold Maximum 26.350. Oi, oi, oi. Das ist nicht mal so wenig. So, Krypta. Hallen der Qual. Das machen wir. Das machen wir. So. Halle der Entspannung haben wir hinter uns. Das haben wir hinter uns. So. Die Zauberei, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Zumindest nicht so wirklich. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass bisschen... Die sind in den Dungeon eingedrungen. Von wo denn? Ach ja, die sind schon tot. Alles klar. Hätte ich mir gewünscht, dass man die Zauber vielleicht ein bisschen verstärken kann, aber nee, geht nicht. So, hier, das können wir noch ein bisschen updaten. Der Tempel ist einfach bloß so da. Alles klar. Der Kerker. Kann ein Held mehr eingesperrt werden. Machen wir einfach auch mal. Wir haben ja noch genügend Bösartigkeit vorhanden. Magischen Kisten braucht man nicht stapeln. Boah. Düt, düt. Mein Handy sagt aber nichts. Also bleibt's. Ja. Manuelle Fallen, der Schaden macht mehr. Aber ist auch Quatsch. Ah, hier können wir noch ein bisschen was reinstecken. So. Ja, und in die gute Taya könnte man ordentlich investieren. Ich gehe jetzt, wie gesagt, einfach nochmal rum. Ich gucke. So, da hat man dann voll. Müssen wir bloß noch hier machen. Ruhmlord, Hallen der Qual, Succubus. Also momentan haben wir ja 48 fertige Schriftrollen. Das Ding ist aber, wir kriegen gleich noch ein paar dazu. Also so viel kann man überhaupt nicht mehr lernen eigentlich. Es geht mir, wie gesagt, jetzt bloß um die Halle der Qualen und um den Kerker vielleicht noch. Eher um die Halle der Qualen. Es geht mir ja darum, dass ich noch mehr Hellen konvertieren kann. Also, dass die ordentlich, ne, SM betreiben. So. Oh mein Gott, 1000 Gold. Uiuiuiui. Ist aber teuer. Wir haben zwar 4 Diamantadern, aber trotzdem ist es ganz schön teuer. Oh, jetzt sind wieder irgendwo ein paar Krieger eingebrochen hier. Oh. Was macht denn der hier? Was macht denn der Wurm hier?
Weil wir jetzt den Mutterwurm getötet haben, tauchen die Jungtiere auf? Ernsthaft? Das ist ja dämlich. Ja, hier wird schon der erste wieder ausgepeitscht. Sehr schön. So, 2 Minuten, bis das wieder ready ist. Dann gucke ich noch mal kurz die Goro-Farm. Da könnte man noch mal einmal einlagern. Wie sieht es da überhaupt aus? Da müsste es so schon wieder aussehen wie sonst da was. Na gut, es geht noch. Ich wusste gar nicht, dass die Gurus fressen. Ich dachte, die leben auch von Mana oder irgendwas in der Art. Alles klar. Eisenpelze, Kerker. Oh, zack. Taya. Taya muss man auch auf jeden Fall auf Fall noch verbessern. Und hier machen wir noch mal mehr Gold rein. Jetzt können wir eigentlich noch mehr, ne? Alter, 37.200 Gold. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Das ist eine Menge. Das ist wirklich eine Menge. So, und ansonsten... Mehr geht nicht. Bekehrte Hellen, 3 von 4 haben wir. Es werden aber demnächst wieder welche dazukommen. So ist es nicht. So, hier haben wir noch 1 Minute und dann machen wir hier das nächste noch rein. Es ist Zahltag. Wie sieht es eigentlich momentan in unserem Kerker aus? Oh, da sind welche. Ist die tot? Oder lebt die noch? Gute Frage, ne? Die sehen eigentlich alle tot aus. Die sind doch tot. Kann ich die hier nicht irgendwie in den Altar reinschmeißen? Die Götter waren von dem Opfer nicht besonders beeindruckt. Lol, habe ich jetzt ernsthaft Werkzeugkisten rausgekriegt? Das ist ja hochgeil. Nicht sonderlich beeindruckt, weil sie wahrscheinlich tot sind. Das heißt, der Tempel braucht Menschenopfer. Dann würde ich sagen... Warte mal, hier oben ist doch noch irgendwo einer. Irgendwo... Ah, hier haben wir noch einen Lehrling. Die Götter waren von dem Opfer nicht besonders beeindruckt. Pupp! Ein Zombie ausgespuckt. Das ist auch herrlich. Das ist schön. Ja, von mir aus könnten aber jetzt eigentlich noch mal ein paar Helden kommen. Denn da könnte ich möglicherweise noch 1 oder 2 mal reinverwandeln. Mal gucken, was die dann sagen. So, wie sieht es jetzt eigentlich aus mit der Halle der Qual? Da müsste doch... Ah, ist alles voll, okay. Da ist alles voll. Da müsste ja beim Kerker noch einmal aufgeputscht werden. So. Der Rest ist eigentlich bloß Pillepalle, ne? Pfeilhagel, Buß erschaffen, Werkzeugkisten brauche ich ja alles nicht. Also bisher hat es eigentlich ganz gut ohne geklappt. Hm. Bisher hat es alles ganz gut ohne funktioniert. Ja, ansonsten würde ich sagen, tun wir Taya jetzt aufbessern. Oh, Stufe 7, 3-mal musste noch. Das kriegen wir auch noch hin. So. Ja. Schwierig, ne? Ich hatte gedacht, dass ich heute doch noch hier den letzten Posten kriege, aber wohl leider nicht so. Bisschen doof. Na gut. Dann würde ich sagen, mache ich hier Schluss? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ich von meiner Seite aus, ich mache hier Schluss. Falls ich in der nächsten Folge jetzt den Punkt einnehmen sollte und es ist dann... Ja, nach 5 Minuten vorbei werde ich das auf jeden Fall von dem jetzigen Video hier hinten noch ranschneiden.
Und da bin ich auch wieder und wir werden jetzt hier an dieser Stelle weitermachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Na gut, fast beim letzten Mal. Ich habe nämlich jetzt in der Offline-Aufnahme ist ja nicht, wo ich nicht aufgenommen habe, hier noch ein bisschen aufgewertet und dies und das gemacht. Und wir werden uns jetzt darum kümmern, dass wir... Warte mal, hier ist gerade Zahltag. Alter, Gold Maximum 104.000 Gold. Eine ganz schöne Menge. Ja, wir werden uns jetzt hier damit beschäftigen, dass wir den letzten Punkt einnehmen werden. Hab meine Monster noch mal ein bisschen verstärkt. Ich habe hier mal noch paar Überlebende, was heißt Überlebende, paar Helden, die im Kerker gelandet sind, die ich nicht mehr brauche, habe ich hier reingeschmissen. Ab und an kommen Schnodderling raus oder halt so eine Kisten oder irgendwas anderes. Also, naja, nichts Besonderes, sag ich mal. Aber wie man sehen kann, hier oben 16 von 15 Arbeiter, also einen zusätzlichen Schnodderling bekommen. Yay, läuft. Eigentlich recht geil, wenn man so will. Aber na gut. Ja, wir werden jetzt unsere Armee gegen die Burg hier schicken und diesen kompletten Stützpunkt einnehmen. Wir werden aber nicht wie vorhin durch das Vordertor hier marschieren. Oh, hier ist eine Kanone kaputt. Wir werden nämlich hinten durchlaufen und das alles auf dem sicheren Weg machen. So, dann würde ich sagen, nehmen wir uns mal Armee mal. Man sieht ja hier, ist ordentlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boah, kann man schon mal machen. Also 8 Stapel mal 4 sind 8, 16, 24, 32 und halt die bin noch hier 34. Ja, Mobs. Aber man muss unter anderem noch dazu zählen, wir haben ja noch Untote, wir haben ja noch Zombies bei uns. Also, da kommen wir auf eine etwas höhere Summe, oder? Irre ich mich da gerade? Ne, wir kommen sogar auf eine höhere Summe. Seht ihr mal. Also, dann würde ich sagen, starten wir mal... Oh mein Gott, war das ein Leck. Starten wir mal den Großangriff. Mensch, ihr seid aber nicht so viele, habe ich so das Gefühl. Aber okay. Na gut, Taya habe ich natürlich auch ein wenig geupdatet. Der ist jetzt auch Level 10 von Level 10. Und da würde ich sagen, dass wir jetzt so langsam... Ach, seht ihr mal, ich könnte auch einfach hier rumgehen. Aber nee, das meine ich nicht. Ich gehe hinten rum rein. Ist sicherer. Außerdem habe ich noch zwei Kristalle jetzt, die ich hier verwenden kann. Das wird ordentlich Damage austeilen. Hoffe ich zumindest. Ich kann ja erstmal hier hingehen, gucken, ob ich vielleicht ein bisschen was sehen kann da drüben. Das wäre zumindest nicht schlecht. Na gut, so viel Schaden, so viel Leben hat der auch nicht mehr. Gehen wir trotzdem hinten rum rein. Das Einzige, was ich einnehmen muss, ist ja dieses Haupthaus. Mehr muss ich gar nicht machen. Der Rest ist eigentlich alles Pillepalle und die Kanonen, die kommen eh nicht bis dahin, wo ich bin. Oder wo ich hin möchte. So, wir werden uns jetzt erstmal hier versammeln. Kurz warten, dass auch alle da sind. So. Sie versammeln sich. Das ist schon mal sehr gut. Und... Gehen wir wieder ein Stückchen vor. Ah, das reicht schon. Ach, shit. Oh mein Gott, das leckt. Das tut mir echt leid. Wichtig ist es eigentlich jetzt bloß, dass ich das Ding hier kaputt kriege. Mehr ist eigentlich nicht. Optimal, läuft. Talia und das mit Stolz erfüllte Böse hatten ganze Arbeit geleistet und die Städte in Schutt und Asche gelegt. Der Weg zum Schicksalsberg stand nun weit offen. Puh, das hat Spaß gemacht.
Nach der Sache mit Thanos dachte ich, ich hätte nicht mehr das Zeug dazu, aber nein, ich kann noch Sachen kaputt machen. Das war effizient von dir. Ich meine, mir. Ich finde diese Sache mit dem Bösesein mittlerweile eigentlich ganz in Ordnung. Siehst du, so mag ich das. In dir steckt offensichtlich doch genug von mir. Also von dir und mir. Ach, dieses gespaltene Persönlichkeitsding ist immer noch voll verwirrend. Ein spannender Monolog oder Dialog, den ich aber an dieser Stelle wegen absoluter Unspannung abbrechen will. Außerdem schließt das Gespräch den hervorragenden Erzähler nicht ein. Deshalb ist es ohnehin völlig unsinnig. Wie auch immer, das sorgenfreie Böse zog weiter. Zum Schicksalsberg. Oh, ich hab mich verschluckt, ey. Oh. Gut, ja, das sind jetzt 5 Minuten zusätzlich. Also ich würde sagen, dass ich... Ich habe gedacht, da kommt jetzt noch ein bisschen irgendwie was, dass da großartige Sequenz oder so. Aber nee, gut, dann werde ich das einfach hinten ranschneiden. Das unsagbar Böse hatte sie hierhin geführt, um sie mit einem Ritual zu stärken. Dann werde ich das, ja, einfach... hinten reinschneiden und wir sehen uns dann, also jetzt ist absolut Bob Bennett, so, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, also bis dahin noch einmal viel Spaß euch, haut rein, ciao.